Herkese merhaba. Deutsche Verben, Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan schreiben, lesen, lernen, kaufen, bezahlen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılmaktadır. Bu zaman, yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda yaşanmış, olmuş bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz schreiben, yazmak, bu düzensiz bir fiildir. Präsens, ich schreibe, ben yazıyorum. Ich schreibe. Ich schreibe. Präteritum, ich schrieb. Ben yazdım, ben yazıyordum. Ich schrieb. Ich schrieb. Perfekt, ich habe geschrieben. Ben yazdım. Ich habe geschrieben. Ich habe geschrieben. Tekrar edelim. Ich schreibe, ich schreibe, ich schrieb, ich schrieb, ich habe geschrieben, ich habe geschrieben. Futur 1, ich werde schreiben, ben yazacağım, ich werde schreiben, ich werde schreiben. Futur 2, ich werde geschrieben haben. Ben yazmış olacağım. Ich werde geschrieben haben. Ich werde geschrieben haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geschrieben. Ben yazmıştım. Ich hatte geschrieben. Ich hatte geschrieben. Tekrar edelim. Ich werde schreiben. Ich werde schreiben. Ich werde geschrieben haben. Ich werde geschrieben haben. Ich hatte geschrieben. Ich hatte geschrieben. İlk örnek cümlemize bakalım. Wir schreiben uns ab und zu Briefe. Zaman zaman birbirimize mektup yazıyoruz. Tekrar edelim. Wir schreiben uns ab und zu Briefe. Wir schreiben uns ab und zu Briefe. İkinci örnek cümlemiz. Schreiben Sie bitte Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse auf das Formular. Lütfen tam adınızı ve adresinizi forma yazınız. Tekrar edelim. Schreiben Sie bitte Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse auf das Formular. Schreiben Sie bitte Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse auf das Formular. Diğer bir fiilimiz lesen, okumak. Bu da yine düzensiz bir fiildir. Präsens, ich lese. Ben okuyorum. Ich lese. Ich lese. Präteritum, ich las.
Ben okuyordum, ben okudum. Ich las, ich las. Perfekt. Ich habe gelesen. Ben okudum. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Tekrar edelim. Ich lese. Ich lese. Ich las. Ich las. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Futur bir. Ich werde lesen. Ben okuyacağım. Ich werde lesen. Ich werde lesen. Futur iki. Ich werde gelesen haben. Ben okumuş olacağım. Ich werde gelesen haben. Ich werde gelesen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gelesen. Ben okumuştum. Ich hatte gelesen. Ich hatte gelesen. Tekrar edelim. Ich werde lesen. Ich werde lesen. Ich werde gelesen haben. Ich werde gelesen haben. Ich hatte gelesen. Ich hatte gelesen. Örnek cümlemize geçelim. Ich lese gerne Kriminalromane. Ben polisiye roman okumayı seviyorum, severim. Tekrar edelim. Ich lese gerne Kriminalromane. Ich lese gerne Kriminalromane. Diğer bir örnek cümlemiz. Sie las seine Briefe viele Male hintereinander. Mektuplarını arka arkaya defalarca okudu. Tekrar edelim. Sie las seine Briefe viele Male hintereinander. Sie las seine Briefe viele Male hintereinander. Diğer bir fiilimiz lernen, öğrenmek. Präsens, ich lerne. Ben öğreniyorum. Ich lerne. Ich lerne. Präteritum, ich lernte. Ben öğreniyordum, öğrendim. Ich lernte. Ich lernte. Perfekt, ich habe gelernt. Ben öğrendim. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Tekrar edelim. Ich lerne. Ich lerne. Ich lernte. Ich lernte. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Futur 2. Ich werde lernen. Ben öğreneceğim. Ich werde lernen. Ich werde lernen. Futur 2. Ich werde gelernt haben. Ben öğrenmiş olacağım. Ich werde gelernt haben. Ich werde gelernt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gelernt. Ben öğrenmiştim. Ich hatte gelernt. Ich hatte gelernt. Tekrar edelim. Ich werde lernen. Ich werde lernen. Ich werde gelernt haben. Ich werde gelernt haben. Ich hatte gelernt. Ich hatte gelernt. Örnek cümlemize geçelim. Ich lerne Deutsch mit Almanca kolay. Almanca kolay ile Almanca öğreniyorum. Tekrar edelim. Ich lerne Deutsch mit Almanca kolay. Ich lerne Deutsch mit Almanca kolay. İkinci cümlemiz. Ich habe in all den Jahren sehr viel von ihm gelernt. Ben yıllar içerisinde ondan çok şey öğrendim. Tekrar edelim. Ich habe in all den Jahren
sehr viel von ihm gelernt. Ich habe in all den Jahren sehr viel von ihm gelernt. Diğer bir fiilimiz kaufen, satın almak. Präsens, ich kaufe, ben satın alıyorum. Ich kaufe, ich kaufe. Präteritum, ich kaufte, ben satın alıyordum, satın aldım. Ich kaufte, ich kaufte. Perfekt, ich habe gekauft, ben satın aldım. Ich habe gekauft, ich habe gekauft. Tekrar edelim, ich kaufe, ich kaufe, ich kaufte, ich kaufte, ich habe gekauft, ich habe gekauft. Bir, ich werde kaufen, ben satın alacağım. Ich werde kaufen, ich werde kaufen. Futur 2, ich werde gekauft haben, ben satın almış olacağım. Ich werde gekauft haben, ich werde gekauft haben. Plusquamperfekt, ich hatte gekauft, ben satın almıştım. Ich hatte gekauft, ich hatte gekauft. Tekrar edelim, ich werde kaufen, ich werde kaufen, ich werde gekauft haben, ich werde gekauft haben, ich hatte gekauft, ich hatte gekauft. İlk örnek cümlemize geçelim. Mein Vater hat Obst und Gemüse gekauft. Babam meyve ve sebze satın aldı. Tekrar edelim. Mein Vater hat Obst und Gemüse gekauft. Mein Vater hat Obst und Gemüse gekauft. İkinci örnek cümlemiz, er kauft seiner Frau sehr oft Blumen. O karısına çok sık çiçek satın alıyor. Tekrar edelim. Er kauft seiner Frau sehr oft Blumen. Er kauft seiner Frau sehr oft Blumen. Diğer bir fiilimiz bezahlen, ödemek. Präsens, ich bezahle. Ben ödüyorum. Ich bezahle. Ich bezahle. Präteritum, ich bezahlte. Ben ödüyordum, ben ödedim. Ich bezahlte. Ich bezahlte. Perfekt. Ich habe bezahlt. Ben ödedim. Ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt. Tekrar edelim. Ich bezahle. Ich bezahle. Ich bezahlte. Ich bezahlte. Ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt. Futur 1. Ich werde bezahlen. Ben ödeyeceğim. Ich werde bezahlen. Ich werde bezahlen. Futur 2. Ich werde bezahlt haben. Ben ödemiş olacağım. Ich werde bezahlt haben. Ich werde bezahlt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte bezahlt. Ben ödemiştim. Ich hatte bezahlt. Ich hatte bezahlt. Tekrar edelim. Ich werde bezahlen. Ich werde bezahlen. Ich werde bezahlt haben. Ich werde bezahlt haben. Ich hatte bezahlt. Ich hatte bezahlt. Örnek cümlemize geçelim. Ich bezahle nur die Bücher, die ich gekauft habe.
Sadece satın aldığım kitapların parasını ödüyorum. Ich bezahle nur die Bücher, die ich gekauft habe. Tekrar edelim. Ich bezahle nur die Bücher, die ich gekauft habe. Diğer bir örnek cümlemize geçelim. Betül bezahlt gewöhnlich alles in bar. Betül genellikle her şeyi nakit öder. Tekrar edelim. Betül bezahlt gewöhnlich alles in bar. Betül bezahlt gewöhnlich alles in bar. Bu dersimizde schreiben, lesen, lernen, kaufen, bezahlen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.